bin aus der Sippe der Werkzeugmacher mit den gut gewaschenen Haaren. Und das ist eine Sippe, die ist wirklich herausragend. Die hat es aus dem Mittelalter, wird die es schaffen, in die Neuzeit zu überdauern und die anderen Sippen ordentlich einzuseifen. Heute haben wir einen ganz besonderen Tag. Seit 1000 Jahren zum ersten Mal wieder feiern wir das alte Thurisedische Fest. Die Thuriseder haben nämlich immer die Sommersonnenwende gefeiert, weil dann ging es schon los an die Ernte und das die wichtigste Zeit des Jahres war. Und im September zum Folklorum war dann das sozusagen das Abfeiern der Ernte, ne? Das Erntefest. Ja, und dazu haben wir uns Gäste eingeladen. Das war bei Thurisede auch so. Es kamen andere Völker her und die standen alle im Wettstreit, wer zum Schluss den Wanderpokal schafft. Und das Witzige ist, den Wanderpokal erhält die Truppe, die nicht bloß die meisten Punkte hat, vor allen Dingen diejenige, die das Feuer von der Entzündung zum großen Feuer hingebracht hat, als Erste. Jesteśmy grupą z Polski, która przyjechała na to święto i będziemy grać tutaj w LARPA, który to jest taka gra, w której odgrywamy postacie na żywo. Każdy z nas jest inną postacią i my się do tego przygotowaliśmy trochę wcześniej. Teraz nie zaczęliśmy tego rozgrywać, tylko robimy tak zwany briefing, czyli wprowadzenie. Póki co nie odgrywamy niczego, jutro będziemy to robić. Dzisiaj się spróbujemy rozłożyć. Jest 12 grup. Grupy są mieszane, polsko-niemieckie. Bawimy się wszyscy razem, świetnie. Wir werden heute hier dutzende Spiele durchführen an 5 Wettkampfstätten und freuen uns schon riesig drauf. My przyjechaliśmy tutaj z Legnickiego Pola, bawimy się fajnie. Pierwszy raz jesteśmy w ogóle na takiego typu imprezie. Jesteśmy zaskoczeni tym wszystkim, co tutaj się dzieje. Bardzo pozytywnie. Ich habe hier einen Bogenschießstand bei der Sommersonnenwendfeier in Einsiedel. Mach Bogenschießen und Bogen bauen. Ein Bogen zu bauen dauert 10 bis 15 Stunden ungefähr.